Runner war ja damals zu Zeiten von Super Meat Boy und sowas, also in der frühen Indie-Phase, als Indie aufkam, ein absoluter Super-Kultklassiker. Und ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir schon beim dritten Teil gelandet sind. Und den wollte ich mir heute echt gerne noch anschauen. Das machen wir jetzt noch schnell. Wie heißt der Captain? Nee, Commander. Nee, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ist ja egal. Hallo Junior Commanders. Achtung, Runner 3 ist unser bisher härtestes Abenteuer. Na gut, Sie müssen sich im Takt verlieren und sich von der Musik leiten lassen, wenn Sie eine Chance haben wollen, den Timbaltod zu besiegen. Aber keine Sorge, wenn Sie eine harte Zeit haben, können Sie eine Reihe von Schwierigkeitsoptionen aus der Levelmap ändern. Es ist egal, wie schwer oder leicht Sie es machen. Sie werden immer noch alles erleben können, was Run 3 zu bieten hat. Na dann. Jetzt lasst uns laufen. Today's thrilling episode is brought to you in part by Pears. Cool. Von Birnen wird uns dieses Spiel präsentiert. I'm Charles Martinet, and now it's time for Runner 3. Ist der Captain Commander? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß, dass er einen Namen hat, der irgendwie bescheuert ist, der Hauptcharakter. Captain Run, Commander, irgendwas. Aber es steht auch nirgends, leider. Die Foodlands. Foodland. Habe ich auch gerade gesagt. Starten wir mal da. Ich kann irgendwie gar nichts The machen. Milky Way. Ach so, außer A drücken. Okay. Ich glaube, das ist quasi im Grunde hat Runner so ein bisschen das Genre der Autorunner erfunden damals. Ich weiß nicht, ob es da auch schon ältere gibt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht das schon weit zurück. Aber auf jeden Fall populär gemacht, würde ich sagen. Kann man, glaube ich, sagen. Denke ich mal. B springen, das geht schon mal. Und ein Rhythmusspiel ist es ja auch. Nicht nur ein Autorunner. Ich hätte, glaube ich, die Beatbox sammeln sollen, oder? Ich hätte da springen müssen. Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich hätte da nicht springen sollen.
Ja, immerhin geschafft. Na Gott sei Dank. Der Milky Way, da kriege ich jetzt echt Bock auf Cornflakes irgendwie bei dem Level. Das sah schon teilweise köstlich aus. Ich esse jetzt dann auch nach dem Stream was, voll gut. Ah, oh, ich habe Hunger. Ich habe heute noch nicht viel gegessen. Ich habe heute Morgen 2 Brote gegessen. 2 ganze Brotlaibe. Nee, 2 Scheiben Brot, sonst nix. Also morgen heißt mittags ungefähr. Aber jetzt kriege ich Hunger. Und wenn das Spiel dann auch noch so nahrungsmittelmäßig aussieht, dann erst recht. Du kannst die Oben-Taste halten. Was passiert dann? Ich habe es nicht gelesen. Das muss ich mal testen. Nix. Na, vielleicht kommt das noch. Aber der Beat geht quasi immer relativ low los. Und je mehr Radios ich sammle, desto mehr Instrumente kommen dazu. Das ist eigentlich ganz cool. Ein Auberginenflugzeug. Jetzt muss ich selber lenken. Richtig. Das hat echt einen coolen Flow, das Spiel. Und er fordert echt Konzentration. Oh, das hätte ich... Nur gut, ich kann noch wechseln. Oh gut. Anscheinend kann man irgendwie neue Wege freischalten, so wie es aussieht, aber keine Ahnung wie. Okay, keine Ahnung. Hero Quest. Ach, Gott sei Dank, die Kavallerie ist hier. Nenn mich einfach Sir Strömig. Okay, Sir Strömig. Und bevor du fragst, nein, ich bin kein Ritter. Meine Eltern wollten mich einfach Sir nennen, was mein Leben zu einem einzigen Albtraum macht. Wobei ich es noch besser habe als meine Schwester. Die heißt Friedensnobelpreisträgerin Ströming. Jedenfalls bin ich als sehr guter Bäcker bekannt. Meine Leckereien sind so köstlich, dass die meisten Leute nicht mehr als den bloßen Duft aushalten. Der ist so bizarr, der Sir Strömig. Der letzte, der tatsächlich ein bisschen gewagt hat, ist einen köstlichen, wenn auch recht schmerzhaften Tod gestorben. Ich erkenne überhaupt nicht, was sind denn das für Dinger? Was hat denn der da in der Hand? Was bist du? Fish Errors. Ah, der ist quasi so eine Art Fischreste in der Dose. Jetzt verstehe ich. Sir Strömig Fancy Fish Errors. Na gut, von mir aus. Ich sage mir, dass er wenigstens bei dem gestorben ist, was er am liebsten getan hat. Stimmt zwar nicht, aber ich sag's mir halt. Aber kommen wir zum Geschäft. Ich brauche noch 3 Prachthimbeeren, um meinen berühmten Stargazy Pie zu backen. Weißt du, wenn du mir diese Prachthimbeeren bringst, belohne ich dich großzügig. Na dann, schauen wir mal. Hast du schon mal What Remains of Edith Finch gespielt? Wer ich? Ja, natürlich, das haben wir doch sogar im vorletzten 24-Stunden-Stream komplett gespielt. Ist das nicht schon auf dem Kanal sogar? Ich glaube schon. Könnte irgendwie eine Welt bei Rick and Morty sein. Ja, ein bisschen. Nur mit mehr Nahrungsmittel-Dingens. Wie Furbyland oder wie es heißt. Furby? Furbyland?
So ein bisschen sieht's aus, finde ich. Gibt sogar eine LP davon, glaube ich. Ah ja, ja, doch, der Soundtrack ist da immer sehr beliebt, das stimmt. Das ist dieser extrem stinkende Fisch aus Skandinavien. Ah, okay. Gute Nacht, Ars. Mach's gut. So. Die erste findest du im Milky Way. Was die anderen beiden angeht, nun, du wirst sie schon erschnüffeln. Du hast doch eine gute Nase, oder? Viel Glück. Aha, aha. Wenn man die einmal durchgespielt hat, dann wird ein neuer Weg frei anscheinend. Ja, ich glaube, ich habe den schon hochgeladen, What Remains of Edith Finch, weil ich finde das Spiel wirklich super. Ah, irgendwelche Bonus-Level. Na gut, okay. Und hier? VHS erforderlich. Ich sehe schon, es gibt super viel in den Level zu entdecken und zu finden. Aber spielen wir einfach mal ein bisschen standardmäßig weiter. Los geht's. Klaviervorschlag passt hier wieder gut. Ja, das stimmt. Da hast du recht, Ladkilometer. Das ist perfekt. Ich bin bereit. Runner 3. Ich bin echt gespannt, ob es auf der PS5 wirklich keine Ladezeiten mehr gibt. Aber die kleine Festplatte macht mir trotzdem Sorgen. Also klein gerechnet auf die Größe der Spiele dann wahrscheinlich. Aber naja, aber mal abwarten. Oh. Schon tot. Nicht. Oh, boah, boah. Oh, jetzt habe ich in den Chat geguckt. Ich sollte lieber aufs Spiel achten hier. Das ist kein Spiel zum nebenbei Chat lesen. Oh shit, ey. Jetzt geht's aber richtig los hier. Meine Güte. Muss man teilweise schnell reagieren. What? Ich darf die Decke nicht berühren. Boah, das ist ein bisschen krass, aber gut. Los geht's. Puh. Aber das war's dafür schon. Ach nee, Checkpoint. Wow, das ist echt hart hier jetzt. Ich wurde gewarnt, bevor das Spiel losging, hat mich das Spiel gewarnt. Achtung, schwerstes Spiel aller Zeiten. Wahrscheinlich wirst du dauernd sterben, du Loser, du Trottel. Oder so ähnlich. Ich glaube, so, ziemlich genau so stand das da. Spiel lieber was anderes, du Trottel. Schaffst du eh nicht. Ich glaube, so ungefähr war die Wortwahl. Ah, Doppelsprung habe ich gerade entdeckt. Das ändert alles. Na, dann ist das ja leicht.
Ups, tot. Game over. Hey, Alter, ich komme nicht über die Dinger. Ach, vielleicht sollte ich drunter rutschen, oder? Ja. Oh nein, oh, blöd. So viel Gold verpasst. The Meaty Treaty war das gerade. Ich bin gespannt, ob es da auch viele andere Charaktere freizuschalten gibt. Weil ich weiß, dass zumindest damals, in der frühen Phase, die ganzen Indie-Charaktere untereinander in ihren Spielen durchgetauscht wurden, wie sonst noch was. Weil er hier, Commander irgendwas, oder Captain Commander Guy hier halt, war zum Beispiel auch in Super Meat Boy als frei spielbarer Charakter. Und da gab es ganz viele so Crossovers. Gibt's ja heute teilweise natürlich immer noch. Shovel Knight ist auch so gut wie in jedem anderen Indie-Spiel ever. Bin ich gespannt, ob man hier auch sowas freischalten kann. Mal schauen. Spielen wir erstmal Hasta la Vista. Im Shop kannst du neue Kostüme kaufen. Im Shop kannst du neue Capes kaufen. Capes? Geil. Ich glaube, das gibt's ziemlich sicher auch auf anderen Systemen, ja. Ich habe das jetzt, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, auf der Switch. Aber, ah, jetzt muss ich treten auch als nächstes. Aber im PC gibt's das garantiert auch. Und PS4 kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Xbox wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich für alles. Okay, ab jetzt müssen wir kicken. Oh Gott. Ah, jetzt geht's aber ab. Wird immer krasser. Ui. Die spinnen doch. Tot. Wie komme ich? Wie soll ich überhaupt? Wie soll das überhaupt gehen? Shit. Wie soll denn das wirklich gehen? Ich kann nicht kicken. Kann ich unten durch vielleicht? Schwer. Thank you.
A gedrückt halten und dann schwebt man langsam nach unten. Sehr hilfreich. Das sagt einem das Spiel aber alles nicht irgendwie. Muss man selber rausfinden. Finish. Okay, got it. Irgendwie ein Fruchtritter haben wir jetzt gefunden. Dingens, keine Ahnung. Im Stream steht noch Shovel Knight. Sicher, aktualisier mal, weil eigentlich habe ich es geändert. Aber es kann gut sein. Manchmal wird es nicht übernommen. Manchmal spinnt. Ich schau mal selber schnell. Nee, stimmt schon. Ist schon aktualisiert. Passt alles. For Cheddar or Worst? For Cheddar or Worst? Worst. Ach ja. Ach ja. Oh, jetzt ist es aber ganz schön neblig. Oh, und ich muss unten durchrutschen. Ich war gerade abgelenkt von den Wurstblumen, die da stehen. Oh, ja! Donkey Kong Country Style. Oh, das gefällt mir. Instant. Bin ich sofort sympathisch. Ah, kann ich mich auch ducken in dem Minecart-Ding? Müssen wir mal schauen, ob das geht. Ja, das geht. Okay, ducken geht auch. Ah, weil die dicke Wurst da hinten Pfeife raucht. Deswegen ist es hier so rauchig. Hier wird quasi die Wurst geräuchert oder so. Von der Pfeife rauchenden Riesenwurst wird die Mini-Wurst geräuchert. Logisch. Ah, ich nehme den geheimen Weg oben und verpasse ganz viel Bonus. Okay. Wow, ist das mies hier. Das war total crazy. Hau ab, ey. Spiel. Okay. Ah. Sehr schön. Wird immer rauchiger, habe ich das Gefühl. Hier nichts mehr. Fleischbällchenkanone. Wow. Wow, es ist schon mies, aber cool. Gefällt mir auch, dass das hier die Perspektive wechselt. Ich habe auch Screenshots gesehen, dass auch teilweise der Grafikstil scheinbar noch komplett anders wird. Bin schon gespannt drauf. Ich hoffe, so weit kommen wir noch. Das war knapp. Gerade noch die Kurve gekriegt.
Puh.